Armin Kirschneder ist mein Name. Ich bin geboren 1937, also das heißt, ich bin jetzt 80 Jahre alt, habe 45 Jahre im Botanischen Garten als Gärtner gearbeitet und ich wünsche mir, dass ich noch längere Zeit hier in der Diakonie an der Von-Reuter-Straße mich als Vorleseopa betätigen darf. Und die Kinder hoffen das auch. Der Mittwochnachmittag ist für sie nämlich das absolute Highlight der Woche. Wenn er endlich wieder kommt, ihr Opa. Der kam vor nunmehr über 3 Jahren ganz zufällig vorbei. Er wohnt in unmittelbarer Nähe der Kinderkrippe in der Von-Reuter-Straße und wollte sich einfach mal ansehen, was da in seiner Nachbarschaft gebaut wird. Und beim Rausgehen sagt dann die Dame, sie hätte einen Wunsch. Ja, sag ich, sie können den ruhig äußern. Mei, sagt sie, es wäre so schön, wenn wir hier in dem Kinderhort einen Opa hätten. Wissens, hat sie gesagt, es ist ja heute eine Frage. Die meisten Kinder haben ja keinen Opa mehr und keine Oma mehr. Da fehlt einfach manchmal so die Stimme in dem Raum. Und das ist eigentlich traurig, weil die sind ja alle berufstätig. Da habe ich gesagt, überlegen wir es, aber ich muss auch meine Frau fragen. Gell? Am anderen Tag bin ich gleich wieder her und habe also mit ihr gesprochen. Dann haben wir also einen Termin ausgemacht, dass ich jeden Mittwochnachmittag für eine Zeit hier erscheine und den Kindern bei Bedarf was vorlese oder mitspielen oder einfach auch ein bisschen, als, wie sollte man sagen, mich beschäftige, damit das richtig lustig ausschaut. Und was ist denn das für ein Tier? Ein Hund. Wie macht's der? Sehr gut, genau. Und jetzt fragen wir mal die. Was ist denn das, Emilia? Was ist denn das für ein Tier? Eine Schnecke. Eine Schnecke, genau. Jetzt bin ich schon 3 Jahre hier. 3 Jahre. Und mir macht es jedes Mal Spaß, wenn ich komme, weil es einfach für mich auch so ein gewisser Jungbrunnen ist. Wenn ich dann so reinkomme, ich bin ja dann meistens im Vorraum, und da schaue ich durch die Tür, das ist also ein Lichtschlitz. Und dann schaue ich da so rein und dann sieben mich schon die Ersten. Und da hört man sie schon schreien drin. Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, das ist ganz was Tolles, wenn sie dann alle zur Tür herschauen und mich sehen. Und dann schreien sie, der Opa, der Opa, der Opa. Und wenn ich dann reingehe, meistens sind sie noch etwas beim Essen, dann kommt das Schöne, dann muss ich auch mitessen manchmal. Dann, die eine gibt mir ein Stück Brot, die andere gibt mir einen Apfel oder ich soll ein Mus essen. Dann muss ich immer sagen, ich habe ja schon gegessen, aber ich kann es dann auch nicht immer ablehnen. Die Kinder sollen auch sehen, dass ich als Opa auch mitesse. Wie sich das eben gehört für einen richtigen Opa. Seit mittlerweile 3 Jahren kommt Armin Kirscheneder regelmäßig zum Vorlesen vorbei. Viele nette Geschichten hat er in dieser Zeit erlebt, auch außerhalb der Krippe. Oder ich war vor kurzem auch einmal in einem Supermarkt, da kam auch eine Mutter mit dem Kinderwagen und da waren die Leute da an der Kasse und auf einmal schreit ein Kind aus dem Kinderwagen raus, Opa! Haben natürlich die Käufer alle geschaut, was da los ist und habe ich gesagt, ja, ich bin der Opa von dem Kind. Und das sind lauter so schöne Erinnerungen. Gell? Und ich würde es schon empfehlen, dass man vielleicht da ein bisschen noch einen Nachschub machen würde, dass vielleicht sich noch mehr Ehrenamtliche, mein Alter oder etwas Jüngere, die Zeit und Liebe haben, um den kleinen Kindern eine Freude zu machen. Ich glaube, da könnte man schon was erreichen. Wer also Lust hat, den Kleinen in der Kinderkrippe eine Freude zu bereiten, kann sich gerne direkt bei der Diakonie Hasenbergl melden.